Milch und Milchprodukte haben leider einen ganz, ganz schlechten Ruf gekriegt. Und ich finde es ein bisschen unverdient. Und deswegen wollte ich da heute ein bisschen drüber reden. Ja, es stimmt, ich bin auch der Meinung, es gibt sehr viele Menschen, die Milch und Milchprodukte nicht vertragen. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass man sie weglässt. Ich gehöre zum Beispiel dazu, ich könnte dieses Joghurt nicht essen, weil ich auf Casein allergisch bin. Und dann lasse ich es weg, weil es für mich einfach besser ist. Aber es gibt genug Menschen, die Milchprodukte gut verdauen und gut vertragen. Und dann ist es ein sehr, sehr wertvolles Nahrungsmittel. Und da gibt es ein paar Untersuchungen, die ich rausgesucht habe. Zum Beispiel eine, da hat man geschaut, je mehr Joghurt die Leute gegessen haben, umso eine bessere Knochendichte hatten sie. Und das ist also auch ein Zusammenhang. Gerade Joghurt ist eben sehr wertvoll. Aber eine andere Untersuchung, das war mit über 4000 Leuten, über 20 Jahre wurden die begleitet. Und dann hat man geschaut und hat gesehen, dass je mehr Transfette aus der Milch sie in der Nahrung hatten, umso weniger, niedriger war das Diabetesrisiko und umso besser haben sie aufs Insulin reagiert. Und jetzt Achtung, 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 ganz wichtig, Transfette aus der Milch, die werden im Pansen der Kuh gebildet, das ist was ganz anderes als die Transfette aus der Härtung in der Margarine. Also die Transfette sind ja die einzigen richtig bösen Fette, die es gibt und damit meinen wir die, die bei der Härtung von pflanzlichen Fetten entstehen, also bei Margarine zum Beispiel, aber die Transfette aus der Milch, die scheinen sehr positiv zu sein und je mehr man davon in der Ernährung hatte, umso geringer war das Diabetesrisiko. Was es aber auch heißt, ist, dass Magermilchprodukte von diesen Transfetten ganz wenig enthalten und deswegen gar nicht so günstig sind. Und was Ähnliches hat auch noch eine weitere Studie gezeigt. Und zwar ist eine Studie in Irland mit 900 Menschen. Und da hat man gesehen, je mehr Milchprodukte jemand gegessen hat, umso niedriger war der Body Mass Index, umso niedriger war der Gesamtkörperfettanteil, umso niedriger war der Teilenumfang, umso kleiner war das Teilen-Hüften-Verhältnis, umso besser war der Cholesterinspiegel und umso niedriger war der Blutdruck. Also alles positive Dinge und die Überraschung dabei war auch hier wieder, also zumindest für die Wissenschaftler war, dass die Menschen, die Vollmilch gegessen, also mit den normalen Fettanteilen und die auch fetten Käse gegessen haben und sehr eher die fetteren Milchprodukte, hatten eher bessere Blutwerte als die, die die Magermilchprodukte gegessen haben, wo dann im Verhältnis natürlich mehr Kohlenhydrate dabei sind. Das heißt, wenn du Milch gut verträgst und sie dir bei der Verdauung keine Probleme macht, spricht nichts dagegen und es gibt viele Studien, die zeigen, was für positive Eigenschaften Milch haben kann, gerade auf den Blutzuckerspiegel, aber auch wenn du abnehmen willst, auf deinen Körperfettanteil.